Hey und ho und so, hier ist der Vorbudler und ich melde mich aus Bad Schönfels und sage erst einmal gute Nacht. Letztes Mal war ich ja oben noch im Terrassengarten. Ich habe auch noch ein bisschen weitergemacht. Es ist dunkel geworden. Ich habe mich jetzt einfach mal hingelegt. Jetzt sollte es eigentlich wieder hell geworden sein. Und wenn ich denn auch mal irgendwann es schaffe, auf Anhieb durch eine Tür zu kommen, so, dann wäre ich noch viel glücklicher. Was machen wir denn heute? Heute machen wir, ja, wir müssen unbedingt auf Jagd gehen. Es ist einfach so, dass wir inzwischen in Flaschen abgefüllt sind. Nein, inzwischen auch schon anfangen hier in unserem Turm und in unserer Heimat zu dekorieren. Und da geht uns jetzt langsam auch mal ein bisschen Wolle aus und all so das Zeug. Ihr wisst, ich habe immer gerne einen Vorrat. Bevor wir loslaufen, mal kurz noch so einen Blick auf unsere Naturgesetze. Bloß damit ihr auch gewappnet seid, falls mal irgendwas schief geht. Ja, und natürlich, wir haben auch ein neues Schild hier. Ich möchte eine Eisenbahn bauen, wohin auch immer. Da sollte man nicht vergessen. Ja, Projektwand, ja, Terrasse unten. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Und auch, wo steht's denn? Tunnel ins Goldeital. Denn ich möchte mal unsere Jagd heute. Ich schau mal eben ins Inventar. Habe ich denn alles dabei? Ach, da sollten wir mal eben noch kurz ein paar neue Pfeile holen. Es sollten eigentlich noch Pfeile da sein in der... Wo wohl, ne? In unserer Monsterfalle drüben. So, und dann habe ich vor, ins Goldeital zu laufen, weil es da sehr viel... Da muss ich aber jetzt auch mal irgendwas machen, dass ich da mal sauberer runterkomme. Mal, das Schaf, das nehmen wir aber direkt mal mit. Das steht uns jetzt hier schon so vor der Nase rum. Da wollen wir jetzt auch nicht erstmal gucken, ne? Ist ja noch immer... Da hinten ist ein Sprengwurm. Ja, Mensch. Hallo. Drei Stück. Wunderschön. Hat auch gar nicht wehgetan. Oh, der kürzt uns jetzt mal hier schneidet uns den Weg ab, ja? Wo ist er denn? Jetzt hängt er im Baum, glaube ich. Oh, oh, oh. Schnell weiter. Ich glaube, jetzt sind wir erstmal sicher. Trotzdem immer mal gucken. Ihr wisst, ich baue gerne etwas düster und nicht ganz so, naja, ne, so mit 100 Watt Birnen irgendwie die ganze Zeit. Schauen wir mal nach. Ach, hier haben wir doch noch ein bisschen. Ich nehme mal jetzt hier nur so ein bisschen mit, dass ich denke, das reicht vielleicht auch. Ich gehe grundsätzlich nicht sehr verschwenderisch mit den Sachen um. Nehmen wir jetzt mal noch eine Portion mit. Na, du? Und tschüss. Das klappt wunderschön. Der hat gar nicht gedroppt, ne? Das finde ich ja jetzt ein bisschen unverschämt. Machen wir uns hier schon so viel Arbeit mit so einer Falle und so einer Pfeilfabrik. Und dann droppen die Kerle nicht. Na? Ach komm, da halten wir uns jetzt gar nicht mehr lange auf. Was soll ich hier rumstehen? Ach, den Knochen nehme ich auch mal mit und hier noch so ein paar andere Knochen. Da mache ich direkt mal Mehl draus. Ihr wisst, das ist nach wie vor immer noch ein Hobby von mir. Ich mag es halt einfach, mal ein wenig. Ah, ich kann es nicht lassen, ich muss dann immer noch den Rest aufsammeln. Also ich mag es unheimlich hier immer, das Zeug zu verteilen, Knochenmark auf die Wiese zu kippen und dann... So, jetzt ist gut, jetzt hau ich hier ab. Ich gucke auch gar nicht mehr darunter, ob was Neues gedroppt ist. Ich renne direkt wieder raus, Schwert zur Hand. Und dann würde ich sagen, schnell rüber, da ist doch noch eine Bewegung hinterm Baum gewesen. Meine ich jedenfalls. Na gut, ist doch nicht. War vielleicht doch nur die Kuh. Ich renne direkt drüber in den, durch den Goldei-Tunnel in das Goldei-Tal, wo wir auch die Goldei-Höhle haben. Wir erinnern uns, oder beziehungsweise wir erinnern uns nicht, deswegen sage ich es nochmal. Kann man ja noch ein bisschen aufkloppen bei der Gelegenheit. Goldei-Höhle heißt so, weil wir dort unser erstes Gold hier gefunden haben in dieser Let's Play-Serie. Lustigerweise auch, ich glaube, das erste Ei, was dann plötzlich in der Höhle lag. Und ja, demnach habe ich sie einfach Goldei-Höhle genannt. Und dabei ist es auch geblieben. So. Und wir sind hier übrigens in Bad Schönfels, das kann man auch nochmal sagen. Das ist eine Anlehnung, weil die Steine, die ich hier wegkloppe, die nenne ich immer Schönstein. Und, oh, hoppla, aufpassen. Und meine Let's Show Haupt
Burg heißt Burg Wiesenfels und ihr kennt das möglicherweise auch von unserem Server. Da habe ich auch inzwischen Neu-Wiesenfels gegründet. Und ja, ein Gemisch aus Schönstein und Wiesenfels. Ja, ist halt Schönfels und das ist jetzt hier auch, weil das so schön ist hier auch überhaupt, ne? Das ist so ein richtiger Ausflugsort hier. Ist das ein Kurort, ein Bad, ne? Und, ach, jetzt habe ich keine Hacke dabei. Nee, ist, okay, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Mal wieder schlecht vorbereitet, wie immer. Zum Glück sind wir noch nicht weit weg. Es hat nur lange gedauert, weil ich, hier fehlt auch noch eine Treppe. Da haben wir aber rumgeschlampt, also vielleicht sollte ich jetzt doch mal vielleicht auch noch direkt ein paar Stufen mitnehmen. Ja, habe ich ja genug dabei hier eigentlich. Oh, und das ganz gute Zeug, das sollten wir jetzt auch bitte bloß nicht auf eine Reise mitnehmen. Was mache ich denn hier? Machen wir da jetzt Slabs hin oder? Ja, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, da können so flache Flachsteine hier, Halbsteine hin. Einen Eimer nehme ich auch mal unterwegs immer gerne mit. Oh, hier so. Obwohl, da könnte man vielleicht ein paar Stufen unterwegs mal gebrauchen, um mal ein wenig noch einen Weg zu befestigen. Aber jetzt nicht hier alles so mitnehmen, was wir hier so haben. Das ist ein bisschen zu riskant. Holz habe ich jetzt nicht genug hier. Habe ich denn hier noch eine Axt irgendwie? Da kommen, da müssen wir auch noch mal zwischendurch noch mal eine Axt mitnehmen. Natürlich, so. Auch hier habe ich Gott sei Dank was vorbereitet. Guck mal, dann geht das jetzt auch ein bisschen schneller. Brauchen wir uns hier nicht so lange aufhalten. Da können wir auch das Holz hier nochmal eben lassen. Normalerweise ist ja Vorbereitungsarbeiten, wenn ich schon weiß, was los ist, auch gerne mal vor so einem Video. Und damit das nicht so langwierig wird, hier ist auch noch die ganze Zeit immer irgendwie. Der hängt hier bestimmt hinter der Ecke. Da wette ich mit euch. Da ist er doch. Ja, komm mal runter, Junge. Komm mal runter, ja. Na komm. Oh, jetzt greift er. Ey! Ja, ist das denn die Möglichkeit? So einer. Das fand ich unverschämt. So. Naja, aber auch nicht schlimm, ne? Also, da muss ich mir dringend was einfallen lassen. Ich finde den. Wir sterben doch relativ häufig noch. Direkt hier vor unserer Tür. Und das ist ja irgendwie wenig günstig. Ich meine, wenigstens hier als irgendwo unheimlich weit weg, ne? Wo wir da nichts mehr finden und alles verlieren und da liegen auch noch Koteletts. Nein, eins. Ach, herrje. Fackeln auch und ach. Ne? So, jetzt aber nichts wie weg hier. Mal eben noch die Steine da oben hinlegen. Und etwas sortieren, damit ich hier auch klarkomme. Was ich sowieso schon nicht tue. Wo sind die? Da sind die. Ja, das passt ja doch gar nicht. Das passt ja gar nicht. Da hätte ich ja doch richtige Stufen nehmen sollen. Oder hier noch. Geht das denn hier? Hier? Ach, so war das, glaube ich. So war das, glaube ich. Einen Moment mal. Einen Augenblick. Ja, das war nämlich so. Und dann passt das nämlich auch. So war das nämlich auch. Ne? War auch so ein Angriff. Immer hier vor der Tür direkt. Wir müssen da was vielleicht hier auch noch eine Überdachung anschließen. Den Eingangsbereich hier einfach ein bisschen großzügiger gestalten. Dann werde ich erstmal hier noch ein wenig Kies mitnehmen. So, jetzt haben wir genug hier gehackt. Was ist das denn? Hallo? Können wir das mal lassen? Ich dachte, ich wollte weitergehen. Jetzt aber gut hier. Schluss jetzt. Sonst werde ich böse. So, gucken wir mal hier rein. Das waren nur so kleine, ja, Ressourcenkammer, ne? Da war irgendwas drin. So, und jetzt vorsichtig, jetzt kommen wir ins Goldeital, aber hier habe ich natürlich noch nicht befestigt. Bis auf so ein paar Wegweiser. Einfach mal laufen ein bisschen, ne? Dann brauchen wir nur den Fackel hinterher rennen und dann haben wir auch schon ein wenig Orientierung. Hier sind wir auch schon öfters mal gestorben worden und das Schwein, das kassiere ich direkt ein. So. Zwei Koteletts mehr. Ja, haben wir nämlich auch bald nicht mehr.
haben nämlich viel geguckt und getan und gemacht und verbraucht und verbraucht. Und jetzt wird es auch wieder. Nee, ne, jetzt wird es auch wieder dunkel. Ach nee. Soll ich jetzt zurücklaufen? Können wir eigentlich mal eben machen. Ist doch besser. Oder vielleicht noch ein bisschen in der hier unten aufhacken. Wie schnell die Zeit umgeht, ne? Ich habe doch eigentlich noch gar nichts gemacht heute. Ich lasse das jetzt alles offen. Komm, dann können wir hier noch ein bisschen wegschlagen. Sind wir doch einmal da in der Nähe und dann können wir das auch mal eben machen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich den Tunnel so wirklich. Ja, 3 hoch auf jeden Fall. Und dann würde ich den erstmal nur 2 breit machen. Und mal sehen, ob ich dann noch ein wenig die Fackeln einbauen kann in die Wände, dass die nicht so in den Weg ragen. Aus rein optischen Gründen und damit es etwas düsterer wird. Und ihr euch mehr fürchten könnt. Komm, die Reihe, die haue ich hier noch weg. Das macht jetzt gerade Spaß. Man kann sich dabei immer so abreagieren, wenn man die Hacke schwingt. Und nach wie vor nehme ich für solche Arbeiten natürlich keine gute Silberhacke. Ja, auch schon gar keine Silberschaufel. Weil ich finde, das ist nicht so ein großer Unterschied und ich möchte gerne mein Material nicht so verschwenden, ne? So. Die auch noch weg und dann laufen wir mal eben zurück. Dann sind wir eigentlich schon fast durch mit der Zweierreihe. Müssen wir noch die dritte Decke hier, die dritte Etage Decke wegmachen? Ach komm, das ist doch schon bald. Da können wir doch mal eben noch machen. Dann haben wir das auch fast geschafft. Das war ja dann irgendwie ein Klacks. Das haben wir gar nicht gemerkt, wie schnell das ging. So, noch den letzten und hier ein wenig Erde. Irgendwie mag ich Erde ja auch. Ne? So, jetzt kommt da wieder Geröll runter. Geröll finde ich natürlich auch super. Viele finden Geröll immer doof. Die sagen, oh, scheiße Geröll, ich nehme es immer mit. Erstmal verbirgt sich hinter Geröll Halden immer. Also nicht immer, aber doch sehr verdächtigerweise viel Ressourcenzeug, ne? Kostbare Sachen, so, ne? Geschmeide und so. Und ich hack das gerne auf, auch in Höhlen. Dauert ewig dann, ne? Aber meistens lohnt sich das, weil sich dahinter irgendwie immer was versteckt. Und außerdem brauche ich natürlich das Silber auch ganz doll für meine Wege. Ach, das Silber, das Geröll, ne? Ich hab nur noch wieder Silber im Kopf. Ne? Ein richtiger Silberfetischist. Gut. Jetzt sind wir doch schon relativ weit fortgeschritten und können mal hier noch ein bisschen, ja, das auch noch. Nehme ich alles mit. Ja, sollen wir das mal ausprobieren, was ich gerade erzählt habe? Das machen wir mal eben. Da ist scheinbar eine richtig große Masse Geröll, Kies, Schotter, Gravel, whatever. Ja. Und da können wir jetzt mal gucken, ob meine Prophezeiung denn wahr wird. Dass sich dahinter, ja, Diamanten verbergen, Fackeln ausgehen, ja. Ich hau da mal ein bisschen noch rein. Ich finde das gut, also können wir, ja, guck mal, wir müssen noch einen Hafen, dann, ach Quatsch, einen Weg zum Hafen. Ich denke heute viel schneller, als ich rede, ne? Das ist normalerweise umgedreht, ja. Da denke ich eher etwas langsamer. Ja, gucken wir mal eben hier so ein bisschen so provisorisch, ne? Wir sind ja auch völlig in Ruhe noch. Also ist ja alles zu beiden Seiten offen. Bin mal gespannt, ob wir hier gleich wieder einen Überfall über uns ergehen lassen müssen. Na komm, das enttäuscht mich jetzt hier nicht. Ich meine, Flint ist ja auch toll. Brauchen wir jetzt nicht mehr wirklich wegen unserer Pfeilfabrik. Aber man weiß ja nie, was sich der Notch hier noch so einfallen lässt, ne? Ihr wisst ja, in Beta 8, da kommen ja über 40 Neuerungen angeblich und viele, viele neue Rezepte und lustige Sachen und alles, ne, was wir auch schwer hoffen wollen, ne, denn ich persönlich stehe auf Rezepte, ne, obwohl ich nicht so unwahrscheinlich gerne koche, so, das ist jetzt nicht so, wo man mich mit locken könnte. Komm, es ist vorbei, wir kochen zusammen, dann sage ich immer, ja, okay, ne, aber auch nicht mehr und. Hopsa. Ja, ist das bald mal gut hier? Ich meine, wenn wir so weitermachen, können wir hier einfach die Nacht verbringen. Da brauche ich gar nicht mehr pennen gehen. Muss ja nicht, wenn es auch anders geht.
Nun jedenfalls ist das, sind Rezepte für mich ganz wichtig, mal ein paar neue Sachen, mal mehr craften können, originelle Dinge mal ins Spiel reinbringen. Natürlich, warum nicht auch Deko oder so, ne, überhaupt. Das Problem ist nur immer, Notch hat ganz viele Ideen, aber offenbar nicht so eine schöne Projektwand, wie wir es haben hier in dem Let's Play. Ja, wo der ab und zu mal drauf guckt und sagt, ach ja, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen und das wollte ich auch noch tun und dann mal einfach der Reihe nach so lang oder jedenfalls immer wieder drauf gucken und die Sachen abarbeiten. Das scheint ja irgendwie nicht so, jedenfalls so gekonnt zu machen, wie wir es jetzt hier tun. Seit einigen Folgen ist das erst so. Ich habe den Eindruck, der fängt immer ganz viele Sachen an, ne, und die sind dann so halb fertig und dann werden die aber schon ins Spiel eingebaut. Alle haben hohe Erwartungen. Also die Maps zum Beispiel, ne, die Karten. Für mein Empfinden sind die, außer dass man da mal Spaß hat, mal eben da die Welt abzulaufen, was man aber eh schon tut, sind die überhaupt zu nichts zu gebrauchen. Weil die einen viel zu großen Maßstab haben. Ne, das ist wirklich unrealistisch. Man erkennt nichts und ja, man kann auch sonst nichts damit tun. Man kann sie auch nicht mal aufhängen an die Wand oder so. Und das, was wär schön wäre, ne? Und ja, auch alles Sachen, wovon der Notch gesprochen hat, sind das, ne? Dass er das machen wollte, aber hat es dann nicht getan. Das ist jetzt halb fertig und seitdem hat man von Karten auch nie wieder was gehört. Ne, dass da was dran geändert oder dass die noch erweitert würden. Ne? Das war dann vorbei. Also deswegen bin ich immer so ein bisschen kritisch. Ihr wisst zum Beispiel auch, ähnliche Geschichte ist mit den Laternen damals gewesen. Laternen wurden natürlich dann vor dem Halloween-Update angekündigt und statt der Laternen kamen dann die Leuchtkürbisse und der Glowstone. Und was ja gut ist, ne? Aber seitdem haben wir auch von Laterne nie wieder was gehört, außer Andeutung oder dass er die im negativen Sinne nochmal erwähnt hat, so von wegen nicht möglich oder so, oder ne, albern oder leck mich, ne? Ich glaube nicht, dass sie an Laternen arbeiten nach wie vor. Finde ich auch nicht schlimm. Ich meine, schön fände ich überhaupt mehr Variation beim Licht, ne? Also es soll ja farbiges Licht auch demnächst kommen. Fände ich super, aber leider wird man das wahrscheinlich nicht selber craften können. Ne? Also alle, die jetzt gerne sich eine... Oh, da haben wir Besuch da vorne. Alle, die sich gerne jetzt eine Disco bauen würden oder sowas, ne? Vergesst das. Das ist nicht möglich, meines Erachtens. Weil das unter dynamisches Licht auch fällt. Dynamisches Licht auch jetzt hier wieder, um auf Laternen zurückzukommen, ne? Warum sollte man Laternen überhaupt einführen? Ne? Wenn dann werden Fackeln, würden dann immer abbrennen. Ne? Aber welche Spielsituation gibt es denn, in der das nützlich wäre, dass Fackeln abbrennen? Das ist völlig unnütz, ja, wenn man Laternen aufstellen kann. Die werden vielleicht ein bisschen teurer sein, okay. Aber die einzige wirklich sinnvolle spielerische Möglichkeit, dass also die Situation, in der ich mir das vorstellen könnte, mit einer Fackel irgendwie, die abbrennt, was zu tun zu haben, das ist einfach, wenn man die Fackel in der Hand hält und damit durch die Gegend läuft. Na, dass man die anzündet, dann hat man, was weiß ich, 5 Minuten Zeit oder weniger oder was, um mal kurz durch den Höhlengang zu laufen. Und man würde dabei natürlich enorm viele Laternen sparen. Weil man die Höhle nicht ausleuchten muss, für immer und ewig, und die Fackeln hinterher wieder einsammeln, beziehungsweise Laternen wieder einsammeln, sondern es ist jetzt schön, dass es hell wird. Ich gucke nur mal eben mein Werkzeug. Kiste, dass ich noch mal ein bisschen neues Zeug mitnehme. Nein, aber, wo ist denn hier mal Holz normales? Habe ich denn kein normales Holz mehr? Doch. Nee, aber das wäre halt günstig, wenn man so eine Fackel dann in der Hand hielte und die würde nach einer Zeit abbrennen. Nur sowas geht technisch überhaupt nicht. Nicht, das ist völlig... Also, es wird keine tragbaren Fackeln in Minecraft geben. Das hat ja Jens Bergenstein mehr als deutlich häufiger schon erklärt. Das fällt unter dynamisches Licht. Das würde mit Minecrafts, ja, wie das so konstruiert ist, überhaupt nicht hinhauen. Das würde Ressourcen ziehen ohne Ende.
Ihr könntet auch sofort alle Server wegschmeißen. Das ist einfach zu viel zu rechnen und daher unmöglich. Und deswegen denke ich mal, können wir das mit irgendwelchen Laternen und so vergessen. Das ist, ja, das wird nicht auf absehbare Zeit jedenfalls, glaube ich, nicht erscheinen. Mag sein, dass ich mich irre. Ne? Kommt ja auch mal vor. Ne? Aber ist halt meine Einschätzung zu der ganzen Geschichte. Und ja, wollte nur erzählen, wie blöde das manchmal auch ist. Was kann ich denn hier noch? Ja, die Feder kann ich noch lassen. Ich kann mal Federn lassen. So. Dann nehmen wir noch ein bisschen. Ich wollte mal hier mal neue Stöcke anfertigen. Mal nicht so viele erstmal so. Oh, das nützt jetzt nichts. So, okay. Und dann noch ein bisschen Werkzeug herstellen eben. Ja, wenn ich das so mache, kann ich diese Folge auch erstmal beenden. Ist jetzt lang genug so und beim nächsten Mal gehen wir dann jetzt wirklich mal in die Goldei, ja, ins Goldeital rüber und versuchen mal ein bisschen Tiere zu fangen. Also sag ich mal, bis dann, ne? Macht es mal schön und nicht so oft und so, ne? Alles klar.